Ne? Letztens sag ich noch zu meiner Frau, ne? Sie soll sich nicht immer so aufregen, ne? Weil sie sich dauernd beschwert, ne? Ich wäre ständig einer anderen Meinung als sie. Das sag ich dann, ne? Ja, zum Glück, sonst hätten wir ja beide Unrecht. Ja, aber ne, neulich fragt meine Frau mich auch verträumt, erinnerst du dich noch an den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben? Da herrschte ein starkes Gewitter mit Blitz und Donner. Ja, da sag ich, aber sicher dat, sicher erinnere ich mich an dat. Aber ich, alter Trottel, hab die Warnung damals noch nicht verstanden. Ja, traurig, aber wahr, ne? Aber einen habe ich noch. Was muss eine Frau tun, wenn ihr Mann zickzack im Garten läuft? Na, weiterschießen! So, das war es von mir, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Karneval, ne? Haltet die Ohren steif. Tschüss, Sikorski. So, der Nächste bitte. Ah, Herr Luzi. Hallo. Na, was fehlt Ihnen denn? Ja, vor allem die Gesundheit, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja, also, was kann ich für Sie tun? Ja, mein Herzschrittmacher ist im Arsch. Ih, wie kommt der denn dahin? Nein, ich meine, der funktioniert nicht mehr ganz richtig. Weil immer wenn ich huste, geht der Fernseher an. Das ist doch nicht mehr normal. Hm, das stimmt. Außerdem habe ich noch so starke Schmerzen, ich fühle mich manchmal als ständig vor der Pforte des Todes. Ach, das macht nichts, da bringe ich Sie schon durch. Ja, das glaube ich Ihnen. Außerdem, ich habe mir die Untersuchungsergebnisse angesehen und es ist kein Zweifel, Sie wurden vergiftet. Was? Vergiftet? Wie konnte das denn passieren? Nun, das werde ich erst nach der Obduktion feststellen können. Ja, toll! Ja, guten Abend. Hier ist wieder Ihre Oma Inge. Nun, jetzt stellen Sie sich mal etwas vor. Ich komme neulich Nacht nach Hause und dann, ja, ich mache die Tür auf und das ganze Haus voller brennender Kerzen. Ach, mir ist das Herz richtig aufgegangen. Und dann sage ich so zu meinem Mann Herbert, Herbert, sowas hast du ja noch nie gemacht. Das ist der schönste Liebesbeweis seit Jahrzehnten. So viele Kerzen, nur für mich. Und da sagt der Herbert, nee du, nicht so wirklich. Uns ist nur gerade der Strom ausgefallen. Ja, toll, ne? Ja, oder letztens unterhalten mein Herbert sich mit unserem Nachbarn im Garten, ne? Ja, und da meint der Nachbar, sagen Sie, fürchten Sie sich denn nicht davor, dass die Vögel Ihnen vielleicht die ganze Saat wegfressen könnten? Vielleicht stellen Sie lieber eine Vogelscheuche auf. Und darauf sagt mein Mann, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Meine Frau ist ja oft genug im Garten, nicht wahr? Nun, oder was haben Spielzeugeisenbahnen und Brüste gemeinsam? Eigentlich ist beides für Kinder gedacht. Aber die Väter sind die, die damit spielen. Oder sagen Sie mal, wissen Sie, was vier Beine und einen Arm hat? Na, ganz klar. Ein Pitbull, der gerade vom Spielplatz kommt. Ich weiß, der war gemeint. Oder warum haben Frauen über 50 nicht mehr die Tage? Nun, weil sie das Blut für die Krampfadern brauchen. Nun, mein Nachbar und mein Herbert haben ja ein ganz gutes freundschaftliches Verhältnis, ne? Letztens fragte mein Nachbar den Herbert auch, na, was hat denn deine Frau gesagt, als du heute Morgen erst so spät nach Hause gekommen bist? Darauf sagt mein Herbert, eigentlich gar nichts, sie hat nur heftig den Kopf geschüttelt. Darauf unser Nachbar, wie, weiter nichts? Da sagt mein Herbert, nein, aber mein Genick tut jetzt immer noch weh.
Nun, ich habe ja auch mal einen Brief an den Papst geschrieben und habe gesagt, er soll mal zum nächsten Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft kommen. Schließlich reist er ja immer dahin, wo Not und Elend am größten sind. So, das war's von mir. Dankeschön und tschüss. Doktor No, Doktor No. Ah, der Herr Luzi. Na, wo drückt denn der Schuh diesmal? Ich habe ja gar keine Schuhe an. Verzeihung. Ja. Was kann ich denn für Sie tun? Ja nun, es geht nicht direkt um mich, sondern um meinen Schwiegervater. Auch gut. Was hat er denn? Nun, der wird langsam senil. Der ist jetzt 80 geworden und sitzt jeden Tag nur noch in der Badewanne rum und spielt mit dem Quietschentchen. Das muss doch behandelt werden. Das geht doch so nicht weiter. Nun, Herr Luzi, gönnen Sie Ihrem Schwiegervater doch diese harmlose Freude. Ja, das würde ich ja, aber die Sache hat einen Haken. Und welchen? Ja, das ist schließlich mein Quietscheentchen. Ach Mensch, Herr Luzi. Außerdem, Sie haben mir ja verboten, Treppen zu steigen, ne, wegen meinem schlimmen Fuß. Richtig. Ja, das müssen Sie unbedingt wieder aufheben. Das geht einfach so nicht weiter. Wie darf ich das verstehen? Nun, ich schaffe es einfach nicht mehr, die Regenrinne immer 5 Etagen rauf und runter zu klettern. Irgendwann ist Schluss. Ach, Herr Luzi, mit Ihnen ist es wirklich nicht einfach. So, wir sind jetzt fertig für heute. Der nächste bitte. Also, hey, da bin ich wieder, euer Hein. Tja, ihr wisst ja, kommt der Schnitter bei Gewitter, wird es bitter für den Ritter. Ne? Ja, sagt mal, warum haben Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer? Ja, weil Gott ihnen die Zeit gut schreibt, die sie zum Einparken brauchen. Oder erkundigt sich eine alte Dame beim Friedhofswärter. Wo bitte ist Reihe 8, Grab 48? Darauf der Gefragte. Das hab ich gern. Sich erst heimlich davon stehlen und dann nicht mehr nach Hause finden. Tja, ich sag euch, ne? Letztens, ne? An einem Arbeitstag von mir, ne? Ein altes Ehepaar sitzt vor dem Fernseher, als es an der Tür klingelt. Ne? Er zu ihr. Geh doch mal, ne, und schau mal, wer da ist. Ist bestimmt für dich. Ja, sie geht und kommt wenige Augenblicke später zurück. Ja, hinter ihr stehe ich. Und da sagt sie dann zu ihrem Mann, nee, ist doch für dich. Oh, da unterhalten sich letztens zwei Freunde, sagt der eine zum anderen. Du, sag mal. Warst du letztens auf der Beerdigung vom Alexander? Und darauf der andere? Tja, war ich. Aber sehr beliebt war der wohl nicht. Ich war der Einzige, der geklatscht hat. Nun, Sie wissen ja, ne? Immer, wenn's um das Thema Tod geht, bin ich zur Stelle. Tja, aber nicht, dass Sie jetzt denken, ich hätte einen todlangweiligen Beruf. Nee, nee. Selbst bei Suiziden, ja, muss ich immer dabei sein, ne? Zum Beispiel folgende Geschichte. Ein Mann sitzt im Schlafzimmer auf dem Bett und hält sich eine Pistole an den Kopf. Da kommt seine Frau ins Zimmer und ruft erschrocken, nicht doch, kannst du das nicht im Bad machen? Letztens hatte ich meinen freien Tag, ne, und, also vor ein paar Tagen. Und da bin ich mal so über meinen Lieblingsfriedhof geschlendert. Da bin ich an einen Grabstein gekommen. Ne? Da fand ich die Inschrift richtig super. Da stand nämlich drauf, guck nicht so blöd, ich würde jetzt auch lieber am Strand liegen als hier. Aber wenn Sie wüssten, ne, was man als Tod sonst noch so mitkriegt, ne? Also ich kriege ja nicht nur das Sterben mit, ne, sondern hier auch Evolution und Leben und, ne, der ganze Tamtam, ne.
letztens, ne, ein Sohn zu seinem Vater. Du Papa, warum bin ich eigentlich schwarz, obwohl Mama und du weiß sind? Ja, darauf der Vater versonnen. Also bei der Orgie damals kannst du froh sein, dass du nicht bellst. Tja, das war es also von mir. Ich danke Sie für alle Tier. Vielen Dank für Speis und Trank. Hoffentlich werde ich von dem Scheiß nicht krank. Und sag fröhliche Karnevalszeit. Bis zur nächsten Zweisamkeit, ne? So, haltet die Ohren steif.